Oh mein Gott, Chat. Ich verteile hier gerade. Oh, nein! Nein! Alles klar. Clip das bitte! Oh nein! Müde, genervt, ausgelaugt. Holy ist eure Rettung! Vor allen Dingen jetzt Sonntag ab 14 Uhr. Nagelneue Apfelsorte, Leute. Unbedingt reinschauen. Mit meinem Rabatt gibt es das Ganze auch noch günstiger. Und überzeugt euch selber, ihr werdet nie wieder müde sein. Kein Zucker, gutes Koffein, gute Inhaltsstoffe. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist Samstag, meine Damen und Herren. Es ist Wochenende. Wir sind drei Tage vor der nagelneuen Season von Modern Warfare 2. Season 5. Und tatsächlich die vorletzte. Es wird noch eine sechste Season kommen, was mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich immer gedacht habe, dass die ihre ganzen Sentinels so sehr beschützen wollen, dass die niemals erlauben, dass man irgendwie so ein Level zeigt, was über 1000 geht. Aber Season 5 wird Level 1050 als Maximum haben. Das heißt von jetzt 850 zu 1050 dann. Danach wird es jetzt eine Season geben, die wird gehen bis 21. September. Und am 21. September droppt dann nochmal eine relativ kurze Season, eine kurze Season 6. Die geht dann bis, ja, ich vermute mal, 9. oder 10. November, weil wir dann den offiziellen Release von Modern Warfare 3.2 Version 2 Remastered, Reloaded, Remastered, kopiert und reingeschissen haben. Freuen wir uns alle drauf, wird was Gutes. Leute, wir haben ein Problem. Und jeder von euch, der sich dieses wunderbare Game Call of Duty Vanguard auch von Sledgehammer gegeben hat, gerade die ersten, ja, war eine kurze Zeit, nur 4 Monate war es so, wie ich es jetzt beschreibe, wird sich, wenn er Shipment spielt in MW2, wahrscheinlich sehr daran erinnern. Feuer, Shotguns, brennendes Shipment, brennendes Haus, Shotguns, die über 20 Meter alles und jeden auseinandernehmen, ohne dass man zielen muss, ohne dass man irgendeinen Skill braucht und ohne, dass es eine Idee oder eine Option gibt, irgendetwas dagegen zu machen. Das, Leute, ist 1:1 Call of Duty Modern Warfare 2 seit Wochen. Und ich habe eine Challenge mit meinem Chat gemacht, dass ich habe nach der zweiten Season aufgehört, habe 3 Monate nicht gespielt, war nur im Tarkov Grind und bin bei Level 303 oder so gewesen. Und ich habe vor 3 Wochen die Wette gemacht, dass ich bis zum Ende dieser Season auf Level 850 komme. Das sind in 3 Wochen knapp über 550 Level. Ich hatte Double XP Token, die sind alle aufgebraucht. Ich stehe 70 Level vor meinem Ziel. Ich werde es jetzt auch durchziehen. Das Game wird dann deinstalliert, weil ich kann es nicht mehr. Und seit Wochen zum Leveln müsst ihr Shipment spielen, ansonsten spielt ihr irgendwelche Karten, so wie Tarak, wo ihr 20 Kills macht, macht 3000 XP, das ist Quatsch. Und das, was ihr im Hintergrund seht, ist das, was Shipment mit SBMM mittlerweile geworden ist. Es ist die absolute Hölle und ich habe diese KV Broadside gestern im Stream das allererste Mal probiert, weil alle mir gesagt haben, ja, probier sie mal, die ist noch schlimmer als alle anderen. Und es ist disgusting. Es ist absolut ekelhaft. Und wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Diese Bastarde von Infinity Ward haben sich auf Twitter dazu geäußert und im Call mit den ganzen Sponsoren und Investoren von Activision und haben wortwörtlich gesagt, yeah, yeah, Multiplayer is in a good shape. Yeah, Multiplayer just fine. Nothing to worry about. No, 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 no. Really not. No, no, no. Kein Problem, Multiplayer ist genauso, wie wir das haben wollen. Multiplayer, die Erfahrung für die Spieler ist gut, Spielerzahlen, scheißegal. Und wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Diese Shipment-Shotgun-Meta geht nicht seit einem Tag oder 2 Tagen, sondern seit mehr als 6 Wochen. Und in all den Optionen, die man als Entwickler hat, um das Spielverständnis der Leute auf ein neues Level zu heben, entscheidet man sich dann in der Season noch eine Shotgun rauszubringen. Eine Auto-Shotgun mit Magazinen so groß wie bei einer AR, mit einer Feuerrate höher als bei einer AR. Und diese Shotgun schießt natürlich Feuer raus. Das heißt, wenn ihr... Ich habe eine 1,37er KD in MW2. Das ist nicht viel, okay? Das ist nicht viel. Das ist eine der niedrigsten KDs, die ich jemals im COD hatte, weil SBMM erlaubt dir gar nicht mehr, außer du Reverse Boostest. Ich habe nicht eine einzige Runde seit 6 Wochen, wo nicht mindestens 3 absolut beknackte Vollspasten, die nicht einmal zielen. Du musst ja auch nicht zielen. Nicht laufen können, sich nicht bewegen können, nicht zielen können, dich durchgängig abfacken, weil sie eine von, ich glaube, mittlerweile 5 oder 6 Shotguns spielen,
die alle so dermaßen busted sind. Und das, Leute, ist die Entwicklung, die wir ja nicht erst seit jetzt beobachten, sondern spätestens seit MW19. Dieses Game wird so einfach gemacht für den größten Timmy Bob. Es wird so dermaßen einfach gemacht, dass der Unterschied zwischen einem guten Spieler und einem schlechten Spieler überhaupt gar nicht mehr zu sehen ist. Und natürlich kann man sagen, ja, quitte das Game einfach. Aber das ist ja nicht die Lösung dafür, dass das Game scheiße bleibt. 9 Millionen Spieler weniger haben wir als im Vergleich zum letzten Jahr. 9 Millionen Spieler. 9 Millionen Spieler weniger sollte ja eigentlich bedeuten, Activision macht weniger Umsatz und sorgt sich. Gegenteil ist der Fall. 13% mehr Umsatz als im letzten Jahr. Woran liegt das, wenn 9 Millionen Spieler wegen sowas keine Lust mehr haben? Es gibt leider die Cash-Cows. Das sind diese Lappen, die dreimal die Woche eine halbe Stunde spielen und sich entscheiden, ich gebe diesmal 100 Euro für Skins aus, denn ich mag den Ratten-Skin und den Katzen-Skin und den Superhelden-Skin und ich mag den Rambo-Skin und den Terminator-Skin und oh, ein Flammen-Skin. Da ist eine Shotgun, die kaufe ich auch. Und letzten Endes kann jeder für sich selber entscheiden, ob er Geld für so ein Game ausgeben möchte oder nicht. Jeder muss für sich selber entscheiden, was er mit seinem Geld möchte. Aber das ist dann auch Streamer und Creator gibt, die jedes Mal diesen Black Sail Pass für 30 Euro kaufen, diese Bundles kaufen, um sie vorzustellen und dann sich dahin zu setzen und zu sagen, aber liebe Zuschauer, ihr solltet das nicht kaufen. Ich mache das, denn ich kann mir das finanziell leisten, aber wenn ich was mache, natürlich machen das andere, die zugucken. Wenn ich euch sage, die Erde ist rund, dann werden 99% sagen, die Erde ist rund. Aber wenn ich sage, die ist flach, wird es trotzdem jemanden geben, der sagt, ja, die ist flach, das sehe ich auch so. Das ist so krank, wie sich das hier mittlerweile entwickelt hat und es wird einfach nicht besser. Und das kommt zu diesem Folgepunkt, den ich jetzt bringe. Das ist das Zeichen für Folgepunkt. Übrigens, 1000 Likes und ich mache diesen Lüfter für euch an. Ihr rastet nämlich immer aus, dass der aus ist, obwohl er leuchtet. Und es hat auch einen Grund, weil der irgendwie irgendeine Macke hatte. Deswegen habe ich den da oben angemacht und ich dachte, es sieht einfach gut aus, wenn ich ihn trotzdem am Strom lasse. Also 1000 Likes und ich mache ihn aus. Keine 1000 Likes und er wird immer leuchten, ohne sich zu bewegen. Das Problem ist, jetzt stehen wir ganz kurz davor, dass halt MW3.5.2 Version 2.0 Remastered Reloaded kommt. Und die Leute werden wieder gefüttert mit dem, was sie wollen. Wir wissen, dass in diesem Jahr eigentlich ganz viele MW2 Maps kommen sollten. In Form eines Map Packs oder wie auch immer man das nennen will. Das haben sie geskippt, damit sie ein neues Game releasen können. Mit demselben Menü, wie wir es haben, mit denselben Waffen, wie wir es haben. Ist einfach nur ein DLC für das, was wir jetzt gerade spielen, für 70, 80 Euro. Viel Spaß, jeder davon, der damit kein Geld verdient. Ich verdiene Gott sei Dank mit den Videos und Streams damit Geld, deswegen kaufe ich es mir. Als normaler Spieler, der kein Creator wäre, würde ich mir dieses Game absolut nicht kaufen, weil das, was die jetzt machen, ist der größte Scam. Und ihr glaubt doch nicht, dass jemand wie Sledgehammer Games, die in Vanguard schon dermaßen reingeschissen haben, und in WW2 das erste halbe Jahr reingeschissen haben und mit Advanced Warfare, auch wenn es selten mal jemand gibt, der das mag, aber eigentlich reingeschissen haben, dass wir jetzt irgendwie ein Top-Qualitätsprodukt bekommen. Und trotzdem wird diese ganze Scheiße so bleiben, wie sie ist, aus einem einfachen Grund. Es gibt genug, die ihr Portemonnaie öffnen und Geld bezahlen. Und jetzt, Chat, oder Zuschauer, oder beides, werde ich heute meinen Tarkov-Abend in Twitch genießen und dann habe ich noch 3 Tage, um 75 Level Shotgun zu spielen. Ich freue mich sehr.